Zurück in Europa. Gabi stellt sich zum Track-Test. Den Spitznamen, vergeben durch das Schnitzer-Team, verdiente sich das heiße Eisen während seiner Entwicklung. Dort war Gabi nämlich richtig zickig. Mit 1150 Kilogramm Gewicht und 450 PS an der Hinterachse ist nicht zu spaßen. Kotflügel, Hauben und Dach sind aus Kohlefaser. Teurer könnte Gabi kaum gekleidet sein. Jörg Müller mahnt eindringlich: Lass dich von der attraktiven Hülle nicht blenden. Gabi ist ein wahres Monster. Richtig in Fahrt kommt, nimmt sie kein Blatt vor den Mund. Das zugelassene Geräuschmaximum von 115 Dezibel erfordert lediglich winzige Schalldämpfer. Der Auspuff endet kurz und bündig im Schweller unter der Beifahrertür. Der kurzhubige 4-Ventil V8 dreht in BMW-typischer Manier blitzschnell hoch. Bei 7500 Touren erreicht er seinen Leistungszenit. Und dann kann die weiße Diva richtig durstig werden. Ohne auf das Haushaltsgeld zu achten, gönnt sie sich bis zu 45 Liter Super auf 100 Kilometern. Das Sortieren der 6 Grad verzahnten Gangräder verlangt nach einem herzhaften Griff zum Schalthebel. Schüchternes Benehmen lehnt Gabi grundsätzlich ab und wendet sich schnell vom Geschehen ab. Auch wenn sie deinen Namen trägt, werde nicht vertrauensselig. Sportautoredakteur Jochen Übler macht sich mit dem speziellen M3 vertraut. Werksfahrer Dirk Müller hilft dabei. Wichtigste Hinweise: gefühlvolles Gas geben beim Anfahren, ruhiges Herantasten an Leistung und Grenzbereich. Respekt vor dem ab 4000 Umdrehungen anliegenden Drehmomentberg von 480 Newtonmetern erleichtern die ersten Annäherungsversuche. Doch Gabi zeigt Zähne. Schwänzeln beim Herausbeschleunigen und heftiges Feuerspeien. Warum die Schnitzermechaniker dem Rennwagen diesen Spitznamen gaben, wird immer deutlicher. Warum die Porsche-Teams aus der American Le Mans Series auf eine Reglementänderung und damit auf eine Einbremsung des M3 GTR gedrängt haben, wird erst klar, als die Reifen ihre Betriebstemperatur erreichen. Erst dann legt Gabi richtig los. Lauthals brüllend und lässt sie sich durch das Kurvengeschlängel von Vallelunga dirigieren. Die ausgeprägt bissige Leistungsbereitschaft des V8-Triebwerks beruhigt das Fahrwerk durch seine ausgewogene Abstimmung. Typisch für einen Langstreckensportler. Doch zu schnell endet der Tanz mit Gabi. Die Entscheidung, mit dem M3 nicht mehr in Amerika anzutreten, fiel schwer. Besonders Jörg Müller. Doch das neue Reglement schreibt mindestens 1000 Serienautos vor oder leistungsmindernde Handicaps. Bleibt zu hoffen, dass für den außergewöhnlichen BMW dennoch nicht zum letzten Mal die Zielflagge gefallen ist. Zurück in Europa. Gabi stellt sich zum Track-Test. Den Spitznamen, vergeben durch das Schnitzer-Team, verdiente sich das heiße Eisen während seiner Entwicklung. Dort war Gabi nämlich richtig zickig. Mit 1150 Kilogramm Gewicht und 450 PS an der Hinterachse ist nicht zu spaßen. Kotflügel, Hauben und Dach sind aus Kohlefaser. Teurer könnte Gabi kaum gekleidet sein. Jörg Müller mahnt eindringlich: Lass dich von der attraktiven Hülle nicht blenden. Gabi ist ein wahres Monster. Thank you.
Gabi richtig in Fahrt kommt, nimmt sie kein Blatt vor den Mund. Das zugelassene Geräuschmaximum von 115 Dezibel erfordert lediglich winzige Schalldämpfer. Der Auspuff endet kurz und bündig im Schweller unter der Beifahrertür. Der kurzhubige 4-Ventil V8 dreht in BMW-typischer Manier blitzschnell hoch. Bei 7500 Touren erreicht er seinen Leistungszenit. Und dann kann die weiße Diva richtig durstig werden. Ohne auf das Haushaltsgeld zu achten, gönnt sie sich bis zu 45 Liter Super auf 100 Kilometern. Das Sortieren der 6 gerad verzahnten Gangräder verlangt nach einem herzhaften Griff zum Schalthebel. Schüchternes Benehmen lehnt Gabi grundsätzlich ab und wendet sich schnell vom Geschehen ab. Auch wenn sie deinen Namen trägt, werde nicht vertrauensselig. Sportautoredakteur Jochen Übler macht sich mit dem speziellen M3 vertraut. Werksfahrer Dirk Müller hilft dabei. Wichtigste Hinweise: gefühlvolles Gas geben beim Anfahren, ruhiges Herantasten an Leistung und Grenzbereich. Respekt vor dem ab 4000 Umdrehungen anliegenden Drehmomentberg von 480 Newtonmetern erleichtern die ersten Annäherungsversuche. Doch Gabi zeigt Zähne. Schwänzeln beim Herausbeschleunigen und heftiges Feuerspeien. Warum die Schnitzermechaniker dem Rennwagen diesen Spitznamen gaben, wird immer deutlicher. Warum die Porsche-Teams aus der American Le Mans Series auf eine Reglementänderung und damit auf eine Einbremsung des M3 GTR gedrängt haben, wird erst klar, als die Reifen ihre Betriebstemperatur erreichen. Erst dann legt Gabi richtig los. Lauthals brüllend und lässt sie sich durch das Kurvengeschlängel von Vallelunga dirigieren. Die ausgeprägt bissige Leistungsbereitschaft des V8-Triebwerks beruhigt das Fahrwerk durch seine ausgewogene Abstimmung. Typisch für einen Langstreckensportler. Doch zu schnell endet der Tanz mit Gabi. Die Entscheidung, mit dem M3 nicht mehr in Amerika anzutreten, fiel schwer. Besonders Jörg Müller. Doch das neue Reglement schreibt mindestens 1000 Serienautos vor oder leistungsmindernde Handicaps. Bleibt zu hoffen, dass für den außergewöhnlichen BMW dennoch nicht zum letzten Mal die Zielflagge gefallen ist.